Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Und wir sind zurück mit unserem Spiel Europa Universalis 4 als Österreich. Wir sind leider noch immer im Krieg mit Moskau und der Krieg zieht sich fürchterlichst hin. Ich glaube, Moskau ist stärker als Polen, zumindest schaut so aus. Ich meine, er wäre nicht stärker als wir und Polen, aber um ehrlich zu sein, ich will nichts von Moskau und deswegen will ich mich auch eigentlich auch nicht wirklich an dem Krieg beteiligen. Ich meine, es wäre nicht schlimm, wenn Polen nicht zu stark wird, also so gesehen wäre das schon ganz okay. Gut, schauen wir mal. 8 Leute würden mitstimmen. Na. Das Heilige Römische Reich ist jetzt nicht unbedingt mein Freund, ha? Na, sei was. Da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten. Bis diese Leute. Bis diese Leute auf meiner Seite sind. Ja, ich habe mir das angeschaut. Gegen die Osmanen würde derzeit niemand helfen, außer natürlich meine Vasallen, aber die versuchen sich gerade gegen Moskau umbringen zu lassen, was natürlich problematisch ist. Wie viel? 5. Reichen 10.000 Mann. Um diese Leute glücklich zu machen oder nicht? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann noch 4,6 im Minus. Vielleicht müssen wir die zweite 21er Einheit auch runterholen. Ja. 10.000 Mann machen 2,5. 2,75. Ja, dann schicken wir halt die zweiten Typen auch noch hin. Passt schon. Ah, hier verlieren die Russen. Nicht, auch nicht schlecht. Ihr wollt einen Military Access? Okay. Akzeptieren wir. So, können wir auf diese Art und Weise die Leute wieder glücklich machen. Merchant defects. Our use of mercantilist policies is proving frustrating for some of our merchants, causing some to defect to other countries.
Mercantilism is right. Absent Merchant. Trade Power minus 10%. Und plus ein Mercantilism. Nö. Bleiben wir bei dem Merkantilismus. Ich weiß nicht genau, was er macht. Aber wir sind nochmal dafür. Achso, warte mal, vielleicht. Können wir das hier vielleicht einstellen? Unsere. Oh, ich sehe da Trading Bargos. So, kann ich da irgendwie, so, wo steht denn der Merkantilismus? Merkantilismus 13%, was bringt der? Provincial Trade Power Modifier plus 24. Embargo Efficiency plus 6%. Naja. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich meine Leute umstellen soll, umsetzen soll. So, einmal werden wir noch auf jeden Fall das Innovative machen. Und danach gehen wir einmal bei der administrativen Tech weiter. Warte mal, vielleicht sollten wir auf Administration schalten. So. Ah ja, genau da sollten wir das sehen. Die serbischen Separatisten sollten jetzt dann weniger werden. Yep. So, und euch? Naja, das Problem in Zagreb. Können wir nicht lösen. Das ist einfach über dem, was ist. Aber wir könnten Varaždin und Dalmatien dann so reduzieren, dass die Rebellen nur in Zagreb sich erheben. Das würde dann im Endeffekt was kann ich jetzt machen? Ah, könnte das machen. Cavalry Armies, nö. Higher Developed Colonies, nö. Adaptive Combat, naja. Transfer Subject, allows Transfer Subject Peace Treaty at half cost. Allows Claims Bordering Claims, oh. Justified Wars, Aggressive Expansion, minus 10%. Na, was das? Das heißt, wir könnten, wenn wir das haben, danach Kent claimen. So, von Frankreich würde ich ganz gerne dieses Land hier claimen.
Und zwar deswegen, weil es so wunderschön zwischen unseren Gebieten ist. Vielleicht auch mal einen Claim drauf. Okay. Können wir nicht, wir müssen kastieren. Weiß nicht, ob die so glücklich sind, wenn wir das machen. Immerhin sind das unsere Verbündeten. Wenn wir in Bari claimen, dann könnten wir da drüben bei den Osmanen claimen. Ja. Ja, du kannst noch so jammern. Ich will einen Claim hier haben. Das müsste ich eigentlich ausgehen mit dem Claim in Ancona. Wenn wir die Fähigkeit schon haben, dann sollten wir sie auch nutzen. So, okay, wir können Unlawful Territory verlangen. Gelre, wen haben die? Cleves. Aber Cleves gibt's, das heißt, wir müssen es nicht wirklich verlangen. Passt. So, wichtig, wie schaut das aus mit den verdammten Protestanten? Ich mag das nicht, dieses Scent of Reformation. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Oh, 50 Diplomatic Power finde ich gut. Warte mal. Können wir nicht in unserem Vasallenstaaten missionieren? Prozent Religious Unity finde ich gut. Ab wann kann ich denn eigentlich versuchen, euch zu annektieren? Integrate 1535. Puh, das dauert noch eine Weile. Bei denen geht das sicher schnell, oder? 1506. Aber wir warten trotzdem, bis wir die auch integrieren können. Dann nehmen wir nämlich diesen Acquire Subject. Der führt nämlich dazu, dass es 15% weniger kostet. Und dann annektieren wir beide gleichzeitig. Ich hoffe, das Integrieren ist
überhaupt ein Ex-Vessel. In Min heißt das hier integrieren und nicht. So, warte mal. Oh, da kommen 34.000 Mann, um ein paar Russen zu erledigen. Finde ich gut. Offensichtlich haben wir den Krieg wieder im Griff. Hurtful trade policies. The interests of prominent merchant households are being hurt by our repressive trade policies towards our countries. Burgers support these families and have now petitioned us to compensate them by at least opening up some other restriction on trade to compensate for their loss income. We must support the burgers. Trade efficiency plus 10%. 15% Loyalität und 10 Influence. Ja, das geht sich noch aus. Jetzt wäre super, wenn wir Dings, wenn wir von denen was verlangen könnten. Aber erst 14. Oh! Jetzt! Ask for contribution. Dann machen wir doch glatt. Perfekt. Ja. Was haben wir da für Minister? Eigentlich hätte ich 3 Halbpreis. Der schaut gut. Der schaut nach Halbpreis aus. National Unrest minus 2. Der ist aber nicht Halbpreis. 6,84 ist nicht die Hälfte von 9,13. Ja, zum Anwerben kostet er auch nur 34,90. Wie viel machen wir derzeit plus? Kann man irgendwas, das heißt, wenn wir den einstellen, machen wir immer ein leichtes Plus. Wen haben wir denn zurzeit? Ah, Inflationstypen, das ist nicht schlecht. So, was haben wir da? Der ist Halbpreis. Kostet nur 4,56. Und ist Level 3. Oh, den nehmen wir doch glatt. Kostet auch nicht mehr, ist der Level 2 Typ, den wir haben. Er ist zwar ein bisschen doofer, was das betrifft, weil er ein Spymaster ist. Und ich die nicht so sehr brauche. So, dann wo speien wir noch? Um ehrlich zu sein, ich will
nicht zu. Groningen versuchen zu erobern. Hm. So, dann bauen wir mal ein paar Häuschen. Den einen oder anderen Workshop. Tempel. Ups, Geld aufgebraucht. Schauen wir uns an. Jo, wenn wir das schon können, dann doch gleich weiter. Mit dem Spinal Network. Ja, verdammt. Scheuerte Rebellen. So, den Krieg gewinnen wir offensichtlich eh, oder? Kann das sein? Schaut fast so aus. Müssen wir nicht allzu viel machen. Wir könnten natürlich jetzt, wo die meisten Sachen weg sind, darüber gehen und anfangen, Sachen zu belagern. Finde ich eigentlich keine blöde Idee. Was machen wir dann mit denen hier? Die haben mehr Kanonen. Ausgezeichnet. Stop, 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 stop. Boah, der Krieg ist schrecklich. Aber sie belagern schon Moskau.
Sollen wir rüberhatschen in diesen elenden Krieg? Oder sollen wir es bleiben lassen? Ich meine, wenn wir ihnen helfen, kriegen wir vielleicht noch irgendwas. Auf jeden Fall, was man nicht machen, sind diese Dinger da angreifen. Für mich mit denen Krieg. Jop. Plesko. Luki. Nö, Freund. Und Zwetschgenröster. Wenn ich was sicher nicht machen werde, ist es deine Rebellen bekämpfen. Das kannst du schon selber machen. Sein muss, kämpfe ich für deinen Krieg oder in deinem Krieg, aber oder belage in deinem Krieg, sagen wir es mal so, kämpfen werde ich nicht. Ausgezeichnet. Scientific Revolution, das ist genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Dadurch sind wir schnell im Forschen. Ah, das ist auch cool. Zweite Diplom. Ah, sie haben Moskau erobert. Jetzt sollte sie wohl hoffentlich relativ bald soweit sein, dass Moskau sich aus dem Krieg begibt. Oh, warte mal. Total vergessen. Ich muss ja. Kann ich das? Nö. Das ginge. Das sind zwei hervor, oder? Hm?
So, warte mal. Oh, 30 Minuten sind um, sehe ich gerade. Okay, was wir jetzt machen ist Folgendes. Wir senden Frankreich gleich einmal einen Insult. Das erhöht unsere Power Projection wieder etwas. Wohin rennen die gerade? Darüber. Na okay. Ist mir alles recht. Oh, Briscoe sind Dreier vor. Schaut was an. Okay. Mehr Taxis. Köln, Friesland und Gelre. Na, schauen wir mal. Was hättest du? Osnabrück und Meppen. Wo ist Osnabrück? Hallo? Das gehört Münster. Oh, Münster existiert nicht mehr. Osnabrück und Meppen. Gelre haben wir schon. Köln. Münster und Nassau. Komm, du gib mal Münster her. Du wählst mich eh nicht. Dann verlangen wir mal Groningen da. Einen Claim auf Ragusa. Auf Ragusa, den Claim, den wollen wir eh unbedingt haben. Weil da können wir dann Ungarn gleich einmal nach Ragusa runter weiter verbreiten. Okay. Spinnen die? Ah, sehr gut.
Schau, schau. Luki, Luki. Das ist Novgorod. Das Gebiet aus und aus. Können wir bitte einen Frieden mit den Wapplern schließen? Freunde und Zwetschgenröster, könntest du das bitte machen? Ich würde mich ganz gerne um meine eigenen Kriege kümmern. Warte mal, Köln hat noch was. Man jetzt wegnehmen. Achso, na so stimmt. So, warte mal. Wir wollen gegen all diese Leute einen Kriegsgrund haben. Gegen dich machen wir ein Spy Network. Dieses Center of Reformation ist ganz schrecklich, weil es im Land von meinem Verbündeten ist. Sehr ärgerlich. Sie keine Centers of Reformation, da ist was das da protestantisch? Noch nicht verstehen, oder? Eben die Protestanten. Andere größere Dinge, das sind lauter einzelne, finde ich gut. Paderborn. Trier. Okay. Brunswick wäre irgendwie cool, wenn wir einen Kriegsgrund kriegen würden, weil die sind verbündet mit Brandenburg und Brandenburg wollen wir auseinandernehmen in Wirklichkeit. Das heißt, wir werden Oldenburg versuchen. Ah, ich bin so ein Idiot.
Das habe ich vergessen abzudrehen. Na gut. Herrschaften, an dieser Stelle wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Odo.